Ja, hallo, ich bin's wieder, Andreas von Purklang, und ich stelle euch heute meine Softboxen vor, die ich mir gekauft habe von E-Time mit 8x135 Watt. Beziehungsweise gekauft habe ich sie nicht, das war ein Geburtstagsgeschenk für mich, ich habe sie lediglich ausgesucht. Großes Unboxing-Video erspare ich euch, einfach nur im Schnelldurchlauf, jeder weiß, wie man einen Karton auspackt. Von daher gesehen seht ihr einfach nur die Einzelteile. Und jetzt seht ihr alles liegen hier, die Fassungen hinten links und rechts. Dann die zwei Stative, alle 8 Lampen, alle 8 Birnen, eben mit jeweils 135 Watt. Und dann vorne die zwei kleinen Dreiecke aus Kunststoff, das sind einfach nur Ersatzteile für die Stative. Und dann kommen die vier Stäbe für die Lampenschirme. In der Mitte die zwei weißen Tücher, das sind einfach die Tücher, die vorne aufgespannt werden, damit ihr ein weicheres Licht bekommt. Und zuletzt natürlich die schwarzen Lampenschirme. Jetzt seht ihr gleich die Birnen, wie groß die sind. Sind schon ziemlich riesig eigentlich, wie ich finde. Und wie gesagt, haben 135 Watt. Das ist das Stativ. Es hat oben ein Gewinde drauf. Ich weiß nicht, ob alle Stative immer dieses Gewinde haben oder ob da auch welche ohne sind. Bei mir waren jedenfalls dieses Gewinde oben drauf. Und ich finde, dass das Stativ eigentlich ganz ordentlich ist. Für das, was dieses Set kostet, kann man eigentlich überhaupt nichts sagen. Sind die Stative wirklich gut genug. Zum Aufbauen sind sie relativ einfach. Es ist keine Aufbauanleitung dabei. Braucht man auch nicht diese Aufbauanleitung. Wo sie aber gut gewesen wäre, wäre eben bei diesen Schirmen. Das seht ihr nachher noch. Die Schirme, die waren etwas friemelig. Da habe ich nicht gewusst, wie man die aufbaut. Da wäre eine Anleitung gut gewesen, zumindest eine Bebilderung, wie man eben die Stäbe reinmacht. Aber da sage ich später noch was dazu. Ja, hier könnt ihr sehen, das sind die Stäbe. Und die haben vorne so Silberteile, also so Silberstücke drauf, eben lange und kurze. Und diese langen Silberteile, die müssen hier eingesteckt werden. Und das habe ich eben nicht gewusst. Wir haben hier 8 von diesen Löchern und irgendwie habe ich halt gedacht, ja, diese Löcher können halt zu dieser Fassung, Belüftung oder was auch immer. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, die Stäbe zu befestigen als da, und da passen sie einfach ganz genau. Von daher denke ich, ist es einfach richtig, dass sie da reinkommen. Eine andere Möglichkeit habe ich keine gefunden. Und dann geht das Ganze eigentlich relativ einfach, wenn man das mal weiß und eben nicht lang suchen muss. Trotzdem ist das der einzige Schwachpunkt, dass man da also eigentlich keine Anleitung beilegen kann. Man braucht bloß einen kleinen Zettel, wo man einfach sieht, wie man diesen Schirm richtig draufspannt. Ich meine, klar gibt es nicht viel zu wissen, aber dass man jetzt die da hinten einstecken muss, da wo die Fassung ist hinten, meine, das weiß man jetzt nicht unbedingt. Man kommt dann zwar drauf, logischerweise, irgendwann, aber man muss trotzdem erstmal rumsuchen. Das könnte man sich ja ersparen, wenn eine kleine Bebilderung dabei wäre und man einfach weiß, wo man die Stäbe reinstecken muss. Aber jetzt könnt ihr sehen, als erstes einfach das Kabel durchziehen, so geht es am schnellsten. Und dann an den Ecken einfach die Stäbe einhängen. An den Ecken sind so kleine Laschen und da kann man die Stäbe einhängen und eben den Schirm spannen. Hinten hat der Schirm so Klettverschlüsse. Und die Lampe wird doch relativ warm innen drin und ich denke, die sind dafür gedacht, um eben hinten zu lüften, um den Schirm ein bisschen aufzumachen, dass er eben nicht komplett luftdicht ist, dass hinten einfach ein bisschen kühlere Luft reinkommt, beziehungsweise die warme Luft entweichen kann. Die Lampe hat zwei Ein- und Ausschalter, finde ich richtig cool, weil da könnt ihr nämlich entweder zwei Lampen brennen lassen oder alle vier, je nachdem wie ihr es einfach gerade braucht. Und hier, wo ich jetzt gerade aufdrehe, da ist einfach nur die Sicherung drin. Es sind zwei Ersatzsicherungen dabei, also bei jeder Lampe eine Sicherung mit dabei.
Die Lampe wird nicht auf das Gewinde aufgeschraubt, sondern nur oben aufgesetzt und einfach mit der Handmutter oder mit der Flügelmutter einfach festgedreht. Und das Gewinde, das oben drauf ist, ist wahrscheinlich nur für eine Kamera gedacht oder für eine andere kleine Leuchte, was auch immer, keine Ahnung. Ich werde dieses Gewinde wahrscheinlich nicht brauchen, weil ich werde nur diese Lampen verwenden. Aber ich denke, wer dieses Gewinde braucht, bringt vielleicht wirklich einen Vorteil bei Kameras oder was auch immer, wenn man es zusätzlich für sowas verwenden möchte. Wichtig ist, dass man guckt, dass ein Fuß nach vorne steht. Also das heißt, da in die Richtung, wo der Schirm zeigt, sollte natürlich ein Fuß vorne stehen. Wenn man jetzt wackelt, so wie hier, dass natürlich der Schirm nicht umfällt. Aber das sollte eh klar sein. Ich denke, das weiß jeder selber. So, hier seht ihr die ganze Lampe, wenn sie aufgebaut ist. Hier wackle ich nochmal, dass man sieht, wie stabil sie steht, und ich finde, dass es vollkommen ausreicht. Jetzt kommen noch die vier Lampen rein. Ich habe gehört, ihr sollt nicht zu viel mit den Fingern anfassen, weil das scheinbar die Leuchtkraft mit der Zeit schwächen würde, wegen dem Fett von den Händen. Und natürlich, wenn man schmutzige Finger hat und so weiter. Ja, den kann man wahrscheinlich auch mit dem Tuch eindrehen, wie auch immer, aber bei mir bleiben die Lampen aufgebaut, ich baue die nicht so oft auf und ab und von daher ist es eine einmalige Sache, da bleiben die einfach stehen. Es ist noch eine Transporttasche dabei, so eine schwarze Nylon-Tasche, nicht die teuerste, aber sie reicht aus, um das ganze Set zu transportieren. Finde ich auch nicht schlecht, wenn man sowas braucht für unterwegs. Und jetzt kommt eben dieses Tuch drauf. Und dieses Tuch hat einfach vier Klettverschlüsse. Es wird einfach nur aufgespannt und dann mit diesen Klettverschlüssen festgedrückt und fertig. Geht also alles relativ schnell. Das einzige Problem waren wirklich die Stäbe. Der eine oder andere kriegt das vielleicht sofort hin, weil sofort das ein Liter reinsteckt. Aber wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe suchen müssen. So, und jetzt wäre die Box auch schon fertig. Jetzt zeige ich euch dann gleich, wie halt die Lampen brennen. Ich habe leider zu sehr in die Kamera geleuchtet, von daher dunkelt natürlich die Kamera ab. Aber macht nichts, es geht einfach nur darum, dass ihr seht, wie hell die Lampen brennen. So, jetzt mache ich erstmal zwei Lampen an, also nur einen Schalter hinten und dann den zweiten mit dazu. So, das sind jetzt zwei Lampen, die da brennen, jeweils 135 Watt. Jetzt schalte ich noch die anderen beiden an und das ist jetzt die volle Leistung. Und die Kamera dunkelt jetzt natürlich an, weil ich direkt in die Kamera rein leuchte. Was jetzt natürlich nicht ideal war. Aber jetzt könnt ihr es nochmal sehen von der Seite. Jetzt macht die Kamera wieder hell. Das ist die Lampe, die Softbox. So sieht sie fertig aus. Und das sind beide Softboxen nebeneinander. So, jetzt mache ich beide komplett an, dass ihr sehen könnt, wie hell diese Softboxen machen. Ich stelle es jetzt mal nebeneinander und stehe in der Mitte, dass ihr das sehen könnt. So sieht es jetzt aus, so hell ist es jetzt, wenn beide Softboxen brennen. Jetzt mache ich jeweils zwei Röhren aus, sodass nur noch zwei brennen an jeder Seite. Dann habt ihr diese Helligkeit. Und ich finde schon, dass es ziemlich gut ans Tageslicht rankommt. Jetzt die letzten beiden aus.
jetzt brennen eigentlich nur noch die deckennähen Röhren von meinem Zimmer und eben Tageslicht, was noch von draußen reinkommt. Jetzt war es ungefähr 15.30 Uhr. Ja, hier bin ich wieder am Ende meines Videos. Der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, ist ganz einfach der, weil ich mich zu Anfang über die Stäbe geärgert habe, weil ich nicht gewusst habe, wie man die Stäbe richtig an diesem Lampenschirm befestigt. Also wie man diesen Lampenschirm überhaupt aufbaut. Ja. Dass der Lampenschirm vorne vier Ecken hat, wo man die Stäbe reinschiebt, war klar. Aber wo macht man diese Stäbe hinten hin? Also da, wo die Fassung ist. Und da habe ich echt ziemlich rumprobiert, rumgesucht, bis ich dann die Löcher gefunden habe. Auch da war nicht wirklich klar, ob die Löcher wirklich für diese Stäbe gedacht sind. Von daher wäre eine Aufbauanleitung gut gewesen, wie man ein Stativ aufbaut. Dafür braucht man ganz klar keine Aufbauanleitung, aber für die Schirme, das war ein bisschen Gefriemel. Und falls ihr jetzt diese gleichen Schirme kaufen wollt, wisst ihr jetzt eben, wie man diese Stäbe richtig befestigt und wie man diesen Lampenschirm selber am besten aufzieht, dass er halt dann gut sitzt. Ich würde euch empfehlen, 4x135 Watt zu nehmen. Eine Softbox mit 1x135 Watt wäre für mich zu wenig. Und hier habt ihr eben die Möglichkeit, durch die zwei Lichtschalter euch zu entscheiden, wollt ihr zwei Lampen brennen haben, also zwei Birnen brennen haben oder alle vier. Und da seid ihr einfach flexibler. Ich finde es so einfach wesentlich besser. Mir wären 135 Watt pro Softbox einfach zu wenig. Der eine oder andere auf Amazon hat geschrieben, dass er das Stativ ein bisschen zu windig, zu wackelig findet. Und da kann ich sagen, man muss einfach sehen, was das Gesamtpaket kostet. Diese zwei Boxen kosten 80 Euro, zwei Stative, zwei Schirme und 8 Birnen mit 135 Watt jeweils. Und da muss ich sagen, für das, was dieses Set kostet, kriegt man echt eine ganze Menge. Und wer mehr haben will, der muss auch bereit sein, tiefer in die Tasche zu greifen. Aber ich denke, für einen Hobbyanwender oder semi-professionellen Bereich reichen diese Softboxen auf alle Fälle aus. Und ich bin da zufrieden damit. Wie sie sich im Langzeittest zeigen werden, muss ich erst noch sehen, kann ich nicht sagen. Ich will sie dafür benutzen, um meine Musikinstrumente besser zu fotografieren, beziehungsweise auch für meinen Greenscreen, um entsprechende Videos zu machen. Ja, und das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe auch noch keine Erfahrung mit Softboxen, aber wie gesagt, in diesem Video ging es mir einfach nur darum, euch diese Boxen vorzustellen und euch zu zeigen, wie man eben diese Stäbe richtig reinmacht, weil ich kein passendes Video im Internet oder beziehungsweise auf YouTube gefunden habe. Ja, falls ihr euch nun für diese Boxen interessiert, dann schaut so unten in der Infobox. Da findet ihr einen Link dazu, zu Amazon. Da seht ihr dann, welche Boxen ich hier stehen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einfach einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne auch meinen Kanal abonnieren und wer Fragen hat, kann die mir gerne unten bei den Kommentaren stellen. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.